In meinem Südafrika-Urlaub habe ich mich mit der Frage beschäftigt, was würde ich tun, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würde? Auf wie vielen Seminaren war ich, wo irgendwelche Gurus mir gesagt haben, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst. In wie vielen Büchern habe ich gelesen, wenn ich jeden Tag das tue, was ich liebe, dann muss ich nie arbeiten. Jedes Mal, wenn ich Menschen gefragt habe, die es wirklich geschafft haben, haben mir alle das Gleiche gesagt. Johannes, du brauchst auch Glück. Du brauchst Glück, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort kennenzulernen. Dieses Abenteuer Ibiza jetzt zu begehen, auszuwandern, das hätte ich alleine nie geschafft. Umso dankbarer bin ich, Freunde wie James gefunden zu haben. Jemanden, der dir hilft bei jedem Stein, der dir in den Weg gelegt wird, dir zeigt, wie man diesen Stein aus dem Weg räumt und dich aus einem Loch holt, wo du vielleicht gerade wieder kurz davor bist aufzugeben. Wer glaubt, alles alleine zu schaffen und auf niemanden angewiesen zu sein und sich mit seinen Ellenbogen durch seine Kollegen durchzuboxen, der wird niemals seine Ziele erreichen. Und wenn, dann wird er am Ende seines Ziels sehr einsam sein. Und genau das ist auch meine Geschichte. Und die beginnt jetzt. Ich wandere aus nach Ibiza. Ihr werdet mich in meinen Vlogs begleiten. Drückt mir die Daumen, denn am Ziel bin ich noch lange nicht. Leute, ich weiß nicht, wann ich zuletzt so aufgeregt war. Es ist Januar, der 29. Es ist, ich würde mal schätzen, 20 Grad und es geht los. Also die Entscheidung ist gefallen, es wird Ibiza. Das ist übrigens Ibiza Stadt und wir sind gerade in Marina Botafogo. Die kommenden Tage, und wir nehmen euch dann natürlich mit, oder ich nehme euch mit, und hinter der Kamera ist Sevi, den seht ihr jetzt gar nicht. Wir müssen eine Firma gründen, wir brauchen einen Liegeplatz für das Boot. Im Idealfall hier in Marina Botafogo. Ich brauche eine Bank, ich brauche eine Wohnung und ich brauche was zu essen. Und wen ich euch auch noch vorstellen muss, James, the one and only. Hey. Ja. James ist mein Mentor, er führt mich hier in Ibiza ein. Ja, seit 20 Jahren machst du Yachtcharter und Verkauf von Yachten. Und er hilft mir hier, dass ich hier Fuß fasse. Und jetzt sind wir mal gespannt, was wir hier aufbauen können. Ich freue mich schon total drauf. Aber jetzt gehen wir essen. Ja. Gute Idee. Also wer ein richtiges Abenteuer erleben möchte, der muss mal versuchen, in Spanien eine Firma zu gründen. Es ist nicht vergleichbar mit einer Firmengründung in Deutschland. Besonders überraschend fand ich, dass man 5 Vorschläge bringen muss, wie man denn seine Firma nennen möchte. Jenny Haller. Und der spanische Staat entscheidet dann, wie die Firma dann wirklich heißen darf. Keine Ahnung. Das ist ja. Und dann ist es noch super teuer. Ich habe mich entschieden, mir ein Buchhaltungsbüro, das auch später meine Buchhaltung übernehmen soll, ja, zu Rate zu ziehen. Und die nehmen für den ganzen Service von Firmengründung über Bankanmeldung etc. 2000 Euro einfach mal auf, während für eine Gewerbeanmeldung in Deutschland irgendwas zwischen 40 und 80 Euro auffällig wird. Aber es ist passiert. Es gibt auf jeden Fall bald eine Firma von mir, die hintenher SL heißt die, richtig? Ja. SL. Also so eine SL halt, ne? Am nächsten Morgen sind wir dann los zur Capitaneria und wollten natürlich klären, dass ich eben auch Captain auf meinem eigenen Boot sein darf. Ich habe ja gefühlt jeden Bootschein, den man so machen kann in Deutschland. Die Spanier haben da aber eine andere Ansicht davon. Und Alberto war mit dabei und Alberto ist ein Ibizenco, ist ein Local. Ich stehe dann natürlich dann so daneben und die reden natürlich auf Spanisch und ich höre dann immer wieder Worte wie Problemo, Capitanería, Policía. Wir haben auch so ein bisschen geflüstert. Das hat sich immer angehört, als wenn wir gerade was Illegales machen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass jemand sagt so, okay Johannes, we need the 500 euros now. Aber das haben sie nicht gesagt. Also das ist jetzt verdammt wichtig. Und verdammt gefährlich, das kann ich bewegen. Und irgendwann frage ich einfach so, okay, was ist der Plan? Und ich hatte in dem Moment das Gefühl, Alberto weiß jetzt wieder die neuesten Insel-News. Der weiß jetzt, welche Mama den besten Kuchen macht und wo es die besten Tapas gibt. Aber das Ergebnis ist dann einfach gewesen so, ja, yeah, it's not allowed. Also ist jetzt echt so, ne? Ich darf in meinen deutschen Papieren hier nicht
Kapitän eines Schiffes sein. Ich brauchte so eine professionelle Lizenz noch on top. Die muss aber Spanisch sein, weil das Schiff ein spanisches Schiff wird. Und ich kann diesen Schein nur auf Spanisch machen. Damit ist jetzt alles anders. Ja. Also Wohnungsbesichtigungen sind ja ohnehin schon immer was total Schweres. Dann noch in einem fremden Land, wo du eigentlich gar nicht so richtig weißt, okay, auf was kommt denn das in der Stadt auch so drauf an? Ist mir eigentlich gar nicht so einfach gefallen. Echt Glück, dass Alberto mit dabei war. Einmal, er spricht Spanisch und ist local. Und zum anderen konnte mir Alberto einfach auch Tipps geben, auf was ich so achten muss. Ibiza ist ja schon ein bisschen teurer, das muss man schon sagen. Aber in meinem Fall ist es extrem wichtig, dass ich im Ort des Geschehens bin. Denn ich bin auf Netzwerken angewiesen und muss eben auch mal schnell in der Stadt sein können, wenn entsprechend Interessenten fürs Boot da sind oder eben Freunde, die potenzielle Kunden werden können. Und dann ist es natürlich doof, wenn du immer eine halbe Stunde in die Stadt fahren musst. Also wohnen mitten in der Altstadt, sowas liebe ich total. Du gehst zur Tür raus und bist dann mitten im Ort des Geschehens. Nachteil an der Wohnung ist, dass du keinen Parkplatz hast und natürlich du immer abgelenkt bist durch das, was vor deiner Haustür stattfindet. Also Leben, wo andere Urlaub machen, das birgt auch eine Riesengefahr. Denn wenn meine Freunde hier sind und Urlaub machen wollen, dann erwarten die natürlich auch mal, dass ich mitgehe zum Feiern. Aber der Unterschied ist, ich muss am nächsten Morgen wieder aufstehen und arbeiten. Da ist natürlich eine Wohnung mitten in der Altstadt, wo sich einfach jeder aufhält. Eine doppelt so krasse Herausforderung, da jeden Abend eisern zu sein und Nein zu sagen. Ich glaube, das ist es nicht. Also, nee, das ist es nicht. Also, wir haben wirklich viele Wohnungen angeschaut, von bis, aber dann kamen sie endlich. Es war auch die letzte Wohnung des Tages. Meine Traumwohnung. Was eine Wohnung ziemlich geil ist, sie ist direkt in der Marina, das heißt fußläufig maximal 5 Minuten dann zum Boot. Ich bin fußläufig super schnell in der Altstadt, hab alles direkt vor der Haustür, hab eine Tiefgarage. Und es hat sich einfach angefühlt, als ich in den Raum gekommen bin, das ist mein neues Heim gewesen. That's it. Welcome home. Wie ich jetzt hier sitze, kann ich schon verraten, dass ich den Mietvertrag schon unterschrieben habe. Jetzt nur noch auf die finale Zusage und die Unterschrift des Vermieters warte. Aber jetzt Daumen drücken, das wird schon klappen.